Moin, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Portal 2 Singleplayer-Kampagne. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben in Testkammer Nummer 19. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das lösen können. Ich gehe da mal stark von aus. So, da oben ist ein Cubi, aber da kommen wir wahrscheinlich so nicht einfach mal gerade so dran. Kann ich ja nirgendwo reinspringen, ne? Nee. So weit werde ich nicht springen können. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Ja, so weit kann ich nicht springen, habe ich mir schon gedacht. Okay. Aber hier werde ich mich bestimmt irgendwie hin katapultieren müssen. Würde ich jetzt mal annehmen. Huch! Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Laser Dings Bums. Jo, ist klar. Wo ich den Laser mit umlenken kann, das kann ich doch bestimmt hier oben verwenden, ne? Damit kann ich das Ding hier vorne aktivieren. Frage ist, was bringt das? Nee, jetzt mal ernsthaft, was hat denn das jetzt gebracht? Oder ist es wieder aus? An. Aber was ist damit jetzt passiert? Ist hier irgendwas, hier oben irgendwas, wo ich gestartet bin? Muss ich ja wieder mit dem Laser von da aus hier rüber halt eben, ne? Okay. Egal, wir kriegen das hin. Sollte uns nicht daran hindern, auch dieses Rätsel zu lösen. Da oben kann ich ja noch nicht mal hin, ne? Selbst wenn ich wollte, geht es, glaube ich. Achso. Klar. Selbst wenn ich wollte, komme ich da nicht drauf, so einfach. Hier oben kann man auch ganz dran setzen. Ich stelle mich bestimmt gerade absolut nubbelig an. Moment. Kann ich den Laser mir irgendwo gegen eine weiße Wand lenken? Ich habe hier unten keine weißen Wände. Das hätte ich gesagt, den Laser da halt irgendwie weiter transportieren. Aber das funktioniert ja nicht. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, was das da gemacht hat. Komme ich hier drauf? Nee. Steht da. Ja, okay. Damit würde ich an den Cube drankommen. Da bin ich mir ziemlich. Okay, den kann ich mir schon mal holen. Noch zusätzlich. Nur das bringt mir ja nichts. Ich komme da ja nicht hoch. Weil da kann ich nicht dran. Aber schon mal einen weiteren Cube zu haben, ist schon mal, glaube ich, ganz gut. Hier komme ich nicht hoch. Und den Laser umlenken kann ich nicht.
weil ich hier nicht oben drauf komme. Irgendwas ganz Krasses übersehe ich hier. Vielleicht sollte ich mir das einfach mal von hier oben angucken. Ich krieg den Laser an keine weiße Wand. Ich will noch mal gucken, ob ich den Laser überhaupt hier dran bringen muss oder ob ich den auch woanders hindenken kann, wo er mir was bringt. Zweifel nein. Ey, das ist doch jetzt eine mittelschwere Katastrophe. Irgendwie das fallen lassen? Ja, obwohl, ich komme ja hier hin, ne? In der Theorie. Au! Moment. Kriege ich das in der Zeit umgesetzt? Dass ich da hoch mich schießen lasse? Also das Orangene. Mal ausprobieren. Okay, das hat funktioniert. Ich habe jetzt diesen Würfel hier drüben hingeworfen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Zum Start sozusagen hingeworfen. Bin ich jetzt nicht reingekommen. Egal. Guck mal. Ich meine, den werde ich wahrscheinlich sowieso hier oben brauchen, ne? Den will ich dann umleiten. Ah, das hat's gebracht, dass das schon mal aufgeht. Okay, den Rest kriege ich auch hin. Ich brauche. Hallo. Funktioniert das? Damit funktioniert es. Ja. Welches muss ich umsetzen? Das hier. Und jetzt das gleiche nochmal mit mir. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ich sag mal so, es funktioniert. Und dann ist mir das relativ egal, ob das so gemacht werden soll oder nicht gemacht werden soll, ne? So. Na komm, erstmal euch Hänsels hier oben zerstören. Was passiert? Da geht da ein Dings auf. Ach so, weil ich sonst nicht da hochkommen würde. Okay. Und ich mich da oben gegen schleudern lassen muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht Sinn der Sache ist, aber. Wenn das Ergebnis passt, ist es mir relativ egal.
Jetzt. Das war aber knapp. So. Ich habe über unsere Geschafft. Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Ja, wie ist denn die Lösung? Würde mich ja mal interessieren. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich Was warnen, ist, dass die worum geht's nächste hier? Testkammer sehr gut aussieht. Ganz Sehr. recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Oh, die sieht wirklich gut aus. Okay. Mit Schrägen dieses Mal. Was gibt's hier? Ah, okay. Da muss ich die also reinkriegen, Alter. Ich muss drei Stück da hinlenken, auf jeden Fall. Ich könnte wahrscheinlich einen per Portal. Genau. Moment mal. Steht jetzt hier. Einmal habe ich schon mal zwei. Mit dem anderen muss ich gerade da drauf. Ach so, ja klar. Ich bin ein bisschen dumm, ne? Müsste jetzt passen, ne? Ja, alles offen. Perfekt. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Wenn du das sagst, GLaDOS, dann wird das wohl so stimmen, nicht wahr? So. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung 21 mit von tragischen Konsequenzen ja. und echtem Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Ich sehe jetzt gerade 21 von 22, Hammer. Und hier sind da Sachen drauf, was in dieser Testkammer auf uns zukommt. Also wir haben Wasser, Cubes und diese, ich sag immer Laufbänder, alles klar. Schön, 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 schön. So, damit kommen wir an den Knopf da oben dran, der mir ein Cube. Das ist auch kein Problem. Ich bin ein bisschen dumm. So eine Kacke, ey. Hätte ich auch von vornherein drauf kommen können, aber ich habe mal gerade natürlich wieder das falsche Portal benutzt, ne? Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich Mit hören. dem Akzent klappt's nicht, lauf! Oh, ich kann die raus. Sehr schön. Lauf, ich schließe die Tür. Nur noch mal zur Erinnerung: Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Ja, ich renne ja schon. Kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Ja, ich bin dabei. Los, los, los! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Hä? Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Nee, ich Wohin vertraue dir bringen die nicht. uns eigentlich? Nein, nein, nein. Oh!
Na los, ja, ich lauf hier schon. Okay. Loading Screen. Aber wieder kurz vor Ende wurden wir aus den Testkammern rausgeschleust. Warum auch immer jetzt hier ein Loading Screen war. Verstehe ich nicht so ganz. Egal. Ich dachte am Ende so 21 von 22 hatten wir ja, glaube ich. Das wird dann am Ende nochmal ein schönes... Vielleicht eine Belohnung bekommen. Oh, 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 oh. Die Viecher. Ja. Hat geklappt. Aua. Ich kann die Portal setzen. Wo kann ich noch eins setzen? Draußen. Hallo? Draußen ein Portal setzen, bitte. Möchte ich. Kann man hier kein Portal draußen setzen? Ich muss doch dafür... Ach so, vielleicht hier oben? Irgendwo... Hä? Hier kann man einsetzen. Hier geht's gut, super. Haha. Hier geht's weiter, okay. Alles klar. Ja, ich folge dir. Oh, oh. Ich bin hier. Haha. Impressive. Oh oh. Ich beeil mich ja schon. In den Fahrstuhl. Ja, ich bin im Fahrstuhl. Sollte man, sagt man nicht immer, man sollte in Notfällen den Fahrstuhl nicht benutzen oder so? Hier in der Mitte ist alles platt. Auf jeden Fall. Hier geht's weiter. Tür bleibt verschlossen. Naja. Teil 5. Die Flucht. Hallo? Achso. Ich habe eine Portalkanone. Ach, guck mal, da kann man mich so schön angucken. Hallo. Hallo. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Ja. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Na. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Sie kann uns hier nichts anhaben, sagst du? Okay, gut. Ich habe da eine Idee. Aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ja. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Ja, das ist ja Quatsch, ne? Die haben dir das nur gesagt. Ganz schön dunkel hier, was? Damit du nur nach den Vorgaben. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Ja, aber schon so ein streng bisschen. Wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Hier hinten ist mein Dang, ne? Nicht stehen bleiben, der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Ich bleib nicht stehen. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Oh, Geronimo! Haha. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Darunter. Okay. Krieg ich hin. Oh, schön gemacht. Ja, finde ich auch. Oh, oh. Jo. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat.
für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Moment. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir. Das mit dem übel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Übel riechend. Damit meint er die Menschen? Oder die Roboter? Aber woher weiß er das? Hat der Nasen? Hä? Moment, ach so. Hier irgendwie rausholen. Ja. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja. Oh. Bin ich. Hehe. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Ach so. Orange. Hey, ich habe Orange eingesetzt. Jetzt. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Ja, jetzt ist meine Frage, gibt's denn noch Menschen? Oh. Bin ich hier richtig? Wahrscheinlich schon, ne? So, da drauf. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen da uns drauf. Viel Glück. Die Bahnen entlang laufen, vielleicht? Wahrscheinlich, ne? Es wird geht steiler nach unten. Jetzt will ich nicht mehr. Dann muss ich hier hin wahrscheinlich. So. Auf geht's. So. Okay, haben wir schon gedacht, dass hier wieder ein Ladebildschirm kommt? Aber hier durch die Katakomben kommen wir doch wirklich problemlos durch. Auch jetzt nicht wirklich irgendwas Kompliziertes, Rätselmäßiges dabei. So, kann man hier irgendwas machen? Nö. Doch, die Tasse kann ich mitnehmen. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Okay, mache ich nicht, keine Sorge. Aber hier kann ich ein Portal hinschießen. Hier. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Ja, ich muss hier halt eben hin, ne? Musste ich mal kurz das Band benutzen. Entschuldigung, Herr Roboter. Okay, hier geht's ein bisschen langsamer her. Ich bin anders. So. Guck mal, ich stelle dich hier hin, ja? Dann wirst du hier hinten nicht verfeuert. So. Muss ich hier drauf? Zack. Okay, wahrscheinlich hier runter. Ah! Schon wieder ein Schuss ins Leere, wie immer. Welt wie Tschechien, das war Munition überwachsen. Ziel anvisiert. Der muss doch vollkommen zerlöchert sein, das geht doch bestimmt nicht erst seit 5 Minuten so. So, kann ich hier durch, bitte? Seht euch das mal an. Ah, verstehe. Ja. Oh Gott. Das war so richtig dumm. Ich habe leider im letzten Moment für mich persönlich festgestellt, ist doch ein bisschen weit. Naja. Wird wohl nicht so wild sein. So, sind wir wieder hier. Kann ich denn hier noch woanders hin? Ich werde wohl hier hinter müssen, ne? Aua.
Ja. Nee, es geht nicht. Da komme ich nicht drüber. Dann muss ich da jetzt gerade mal schauen, wie das funktioniert. So. Ich muss ja wahrscheinlich wirklich da rein. Also hier rein. Zack. Und zack. Ja, ja. Ach so, ich hab's glaube ich verstanden. Ja, ja. So muss das nämlich. Die schießen doch bestimmt hier durch. Ja. So, weiter geht's. Weiter geht's, Freunde. Ach ja, wie geht's mit der Produktion weiter? Die werden doch jetzt bestimmt aussortiert. Und direkt im Müll geschmissen, alles klar. Ja, ich nehme dich mal mit. Vielleicht bist du mir ja noch zu irgendwas nütze. Antwort. Oh, klasse, du hast es geschafft. Mir hat es dir gefallen. Da ist er ja wieder. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Antwort. Ist doch, glaube ich, ganz gut, hä? Na schön. Dass ich den hier mitgenommen habe. Weil dann kann ich den ja vielleicht da anstelle dessen da hinstellen, weil der kann ja nicht schießen. Was? Fertig, gehackt. Ja, gut so, hol den Turm raus. Achso. Hi. Das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Hey, warte mal, wo gehst du hin? Oh, hast du eine Idee? Ja, ja. Das ist gut, dass ich dir mitgenommen habe. Oh, perfekt, das ist perfekt. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und der die Tür auf. Ja, der geht durch. Hä? Was? Was soll ich machen mit die? Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Hä? Ja. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Jetzt gerade. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Tust du wenigstens. Naja, ich kam ja direkt um die Ecke. Hast ja jetzt keine Zeit durch mich verloren. So. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Nervengiftanlage. Okay. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Potato Power. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial das war das davon nicht. Noch was Wissenschaft kann man das steht? Jedenfalls nicht nennen. Von den Kartoffeln. Ich meine, die sehen nicht mehr so gut aus, aber dass da überhaupt noch was von existiert. Fall der Zeit. Ist das jetzt Drohne? Ja, Lemon Battery. Backpulver-Vulkan. Ja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal das für ein Kind. Fuß. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ja, das könnte dann wohl möglich sein. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. So. Es geht immer tiefer hinab in die Katakomben der Fabrik von, wie heißen die hier? Capture Laboratories oder so? Steht auch jetzt hier. Ah, jetzt. Capture Laboratories. Oh, Laboratories, nicht Laboratories.
Alles klar. Ich würde aber an dieser Stelle jetzt vorschlagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter und gucken uns an, was uns im weiteren Verlauf bei unserer Flucht durch die Katakomben, durch den Keller, durch die Fertigungshallen dieser Fabrik, was da auf uns wartet. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn wir Portal 2, die Singleplayer-Kampagne spielen. Ich würde mich über einen Like freuen, über ein Abo sehr freuen. Teilt das Video ruhig ganz gerne, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt es weiter. Und ansonsten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es ruhig gerne in die Kommentare. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.